Ja, dann müssen wir sehen, wie wir den Rückweg machen. Also als Rückweg können wir dann die Autos von hier irgendwie abgreifen. Das heißt, die ganzen Leute, die dann aus von hier wollen, müssen darüber. Wir haben da aber Verbindungsstraßen, das ist überhaupt kein Problem, sag ich mal. Hoffe ich zumindest. So, dann bauen wir mal die Autobahn hier weiter zurück. Als U-Turn kommen wir damit raus mit dem Geld. Wir haben jetzt 125.000. Und das sollte doch eigentlich dann ausreichen. So. Nicht genügend Geld. Ach, wie ist denn das jetzt mit sagt mal, wie heißt es? Darlehen. Darlehen, geht das noch? Wir hatten doch ein Darlehen aufgenommen, oder? Ah ja, wir nehmen noch mal ein Darlehen auf. So. Liebe auf Pump, aber na gut. So, da führen wir das wieder da dran. Und dann bauen wir hier die Abfahrten. Und da können wir hier oben gleich mal mit Einbahnstraßen anfangen. Dass man hier. Nee, Einbahnstraßen, wie gesagt, und das erstmal wieder gerade. Regnet das schon wieder? Regnet das jetzt immer nachts oder was? Ist schon wieder dunkel. Wir haben schon wieder 16 Minuten. So, da fangen wir mal hier an. So, und das gleiche machen wir dann hier. Was ist das für ein Gebäude? Da muss ich jetzt mal gucken. Das ist eine Grundschule. Das ist nicht so gut. Da müssen wir die Abfahrt hier eine Karre weitermachen. Ist ja auch egal. So, dann machen wir das hier. Und dann machen wir das hier. Dann machen wir das hier. Ne, was haben wir jetzt gemacht? Ach, Kinder, das war jetzt Mist. Habe ich das gleiche? Ne, da habe ich es richtig gemacht. So, jetzt müssen wir mal hier sehen, dass ich die erwischt. Hallo, hallo. So kann man sie erwischen. Und so, ich glaube, die Rückerstattung. Ja, genau. Rückerstattung heißt, dass ich sie hier gerade mal erst gebaut habe. So, dann machen wir hier jetzt aber oberirdisch. So, und dann geht's weiter mit Autobahnanschlüssen zu der. Wo ist sie denn? Da ist die Autobahn. So, da haben wir dort die eine Straße und hier kommt die nächste Ausfahrt. So, und hier die nächste. Ja, jetzt ist ein bisschen kritisch. Hier müssen wir also ein bisschen schärfer rum. Und dann gleich runter.
Aber das geht alles wunderbar. Hier hätten wir noch eine. Ja, genau. So, damit haben wir dieses ganze Ding fertig. Dann werden wir hier noch einen U-Turn machen. Auf dieser Autobahn. Hier könnte man dann auch mal demnächst anschließen. Wir machen hier erstmal einen U-Turn. So. Von oben sieht man natürlich nichts, aber ich hoffe, dass dann so ein paar Leute sich dann das auch überlegen. Dann gucken wir mal, wie diese Art dieser Autobahn hier, dieser Zubringer ankommt. Unterirdisch ist ein bisschen, wir haben ja hier in der Mitte schon einen. Ich glaube, den könnte man dann theoretisch auch irgendwie dann auch mal. Ne, ist ja in Ordnung. Den lassen wir ruhig. Hier haben wir ja auch unterirdische Zubringer. Also es läuft eigentlich. Wo haben wir Staus? Da haben wir so ein bisschen Staus. Aber ich guck mal, dass wir hier diese Autobahnzubringer, da kommt noch kaum ein, doch, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Okay, muss ich ja erstmal rumsprechen. Also das sieht doch schon mal ganz raffiniert aus eigentlich hier, mit diesen vielen Zufahrten. Irgendwie sieht das so aus, als würde es funktionieren können. Das gleiche machen wir dann auch auf der anderen Seite. Das heißt, da müssten wir dann hier unterirdisch auch mal so ein bisschen, ja, vielleicht werden wir auch mal diese Autobahn unterirdisch verlegen. Ja, das geht dann natürlich schlecht, weil wir hier ja die Brücke haben. Und unterirdisch unter so eine Brücke kommen wir nicht runter. Ich dachte schon, warum stehen die da? Weil es war wieder ein Speicherstand, automatischer Speicherstand. So, da gucken wir uns mal an, was wir denn so brauchen noch. Wie sieht es überhaupt aus? Wir sind bei 31.000. Ich gucke mir das mal hier in der Grafik an. Stadtstatistiken. Wir haben jetzt wieder unseren. Hier war ja die Katastrophe, die Staukatastrophe. Jetzt haben wir wieder den Stand erreicht von vorher. Das ist sehr schön. So, dann gehen wir mal raus und gucken uns mal an. Erstmal guten Morgen. Haben wir schon wieder einen Tag rum. Gucken wir uns mal an, wie sieht das aus mit dem Strom. Wir haben genug Strom. Ja, das, der Name Stromberg, den gibt es da tatsächlich. Das ist zwar jetzt nicht der Stromberg, wo Johann Lafer seinen, Johann Lafer, kennt ihr, ne, den Fernsehkoch, der in Stromberg ein gutes Restaurant hat. Das ist aber ein anderes Stromberg, nicht das hier bei Koblenz, ist auf der anderen Seite vom Rhein und ja, so Richtung noch weiter Rhein aufwärts hier auf der anderen Seite zwischen Rheinböllen und Bingen. Ist also noch eine ganze Ecke weg. Aber das hier ist natürlich schön, dass der Name Stromberg ist, denn da habe ich auch, genau, da habe ich auch die Stromquelle, das Stromkraftwerk mit dabei. So, was haben wir hier? Hier läuft auch alles. Also Strom haben wir genug. Dann haben wir Wasser genug, alles klar. Dann haben wir, was haben wir noch? Wir haben hier Bürgerzufriedenheit, die Leute sind zufrieden, 82%, Bürogebiete 97%, Industriegebiete habe ich eigentlich kaum, doch die hier 97%, das ist ja schon Irrsinn. Mülldeponie, Müllverbrennung, das heißt, wir könnten mal wieder eine Müllverbrennungsanlage bauen oder vielleicht gleich zwei. Machen wir das doch gleich mal. So. Dann, wenn die dann anspringen, springt mal um. Nun springt schon. Und? Warum springen sie noch nicht jetzt? So, diese Flackerei, das liegt an meinem Mausrad hier, glaube ich. Irgendwas ist mit der Maus nicht so ganz okay, aber ist ja kein Problem.
Bildung. Grundschule reicht noch aus, Oberschule reicht nicht mehr aus, Universität ist noch völlig ausreichend. Wir bräuchten also noch eine Oberschule wieder. Ja, wo packen wir die denn hin? Wir haben da schon zwei Oberschulen, dann da schon eine Oberschule. Ob wir hier noch eine hinbauen? Auf die Seite hier vielleicht, ne? Was kostet denn so eine Oberschule? Die kostet 24.000. Das haben wir schon wieder. Das geht ja jetzt relativ schnell. So, dann gucken wir mal. Wie viel hat denn die Oberschule? Wie viele Kinder, Jugendliche? 1.000 nur. Ist ja nicht gerade viel. Aber es ist schon besser als vorher. Haben wir jetzt hier Wasser verlegt? Jo, Hammer. So, dann haben wir hier die, das hatten wir schon geguckt, Gesundheit, Durchschnittsgesundheit 66%, warum? Bestattungswesen, Krematorien haben wir genug, haben wir denn, wir könnten doch mal so gucken, wie wir das aussehen mit dem Krankenhaus. Können wir ja sowieso nicht bauen, 65.000 U. So, wie sieht's ja aus mit Ärzten? Hier hinten könnte man eine Praxis noch hin. Hier so. So. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Und da gehen die Pfeile auch gleich nach oben. Dann haben wir... Was haben wir hier? Achso. Was das für Wohngebiete sind? Ebenen. Also die guten sind dann dunkel und die schlechteren hell. Wir haben also relativ gute Sachen hier. Auch hier unten. Gewerbegebiet ist gut. Das Hotelgebiet läuft prima. In weißen Turm. Das sind also alles ganz hohe. Na, wenn man da jetzt hier mal draufklickt. Gewerbegebiet. In gering besiedelten Gewerbegebiet. Ja, das... ist ja nun... Was passiert? Wieso gering besiedeltes Gewerbegebiet? Habe ich das echt gesagt? Ist das echt gering besiedelt?